Willkommen zurück zu Operation Flashpoint oder Armor Cold War Assault, wie es jetzt heißt. Die zweite Folge. Wir haben gerade im Training versagt und damit sind wir perfekt vorbereitet auf den richtigen Krieg. Richtig. Den wir hier mit einer Cutscene beginnen und einfach mal ein bisschen zeigen werden mit dieser Szene. Da kriegt man ein ganz gutes Gefühl dafür, was das Spiel für eine Stimmung erzeugt hat. Auch durch solche Sequenzen, die aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen billig und albern aussehen, aber für damalige Verhältnisse wirklich ziemlich beeindruckend waren, sowas in der Spielengine zu sehen. Schauen wir einfach mal rein. James Gostowski. Christ, George! You scared the hell out of me. Yeah, I'm keeping fine. Sarah's fine too, I guess. Tell you the truth, I ain't seen her for months. Business? Terrible. But look, what's this all about? You're kidding me. No, I ain't heard nothing. Well, Jesus, George. There's 10,000 people in that town. They can't just have stopped talking to us. Well, I guess I'll be right over. And to think you spooks promised me the quiet life out here. Siehst du, das mit dem dynamischen Lichtwerfen war natürlich damals auch ganz schön ungewöhnlich in so einer großen Welt. Der Typ gerade ist James Gostowski, ehemaliger Special Forces Soldat. Das ist die Rolle, in die wir im Spiel schlüpfen, immer wenn es um so Schleichmissionen geht. Das ist der nachts irgendwelche Camps infiltriert. Strumpfmaske auf, haben wir gerade schon gesehen. Einige sehr spannende Missionen, wo man sich dann unter dem Panzer verstecken muss. Nice to see you again, James. You'll be briefed further on route. Good luck. Das gab's damals ja auch nicht so sehr. Also heute sind diese Military-Shooter ja an jeder Ecke, sieht man die hier irgendwie so Blackhawks oder sowas. Das war damals ja nicht viel. Also es gab ja noch, ich glaube, es ist Black Hawk Down. Das von Novalogic, das Spiel, war auch noch nicht draußen, das gab es noch nicht. Modern Warfare 4 war noch, Call of Duty 4 war noch weit, weit weg. Wenn Shooter, dann eher Zweite Weltkriegs-Shooter oder eben diese ein bisschen klassischeren, so Sci-Fi oder ein bisschen sowas, Duke Nukem Forever oder Doom-ähnliche Sachen. Klar, war jetzt auch schon ein paar Jahre her. Also dieser realistische Jetzt-Konflikt, beziehungsweise in dem Fall 1985? Ja, also noch nicht so lange her. Das gab es in der Form nicht und wenn, dann nicht auf so einer Skala, sondern höchstens in irgendwelchen Nischenspielen. Da fällt mir jetzt aber gerade auch keins ein. Mir auch nicht. Vielleicht ein bisschen in Strategiespielen teilweise. Es gab schon diese älteren Novalogic-Spiele nach Comanche. Wie hießen die? Delta Force? Delta Force, genau. Aber die waren ja von der Skala viel kleiner. Ja. Die waren auch nicht so toll. Und die hatten auch nicht diese Inszenierung wie das hier. Gut, das ist gerade ein schlechtes Beispiel. Aber das V-Sync scheint übrigens trotzdem immer noch nicht zu greifen. Also entschuldigt bitte dieses komische Tearing, was da drin ist. Jetzt passiert hier mal was. Out of those eyes, gentlemen. Colonel Blake will brief you. Attend, hut! Mm-hmm.
Thank you, Sergeant. Okay, men, at ease. At 0700 hours yesterday morning, contact was lost with Everon, the easternmost island in this group. The last communications that came from the island reported heavy military activity in and over the streets. From what we can ascertain, Everon has been occupied by a hostile force, origin unknown. As the only NATO presence in the area, it is our job to respond. Choppers are waiting to ferry you to Everon. Any questions? Sir, you say the origin of the occupying force is unknown. How can that be, sir? Hasn't anyone, like, spoken to them? Believe me, we've tried, soldier. Our intelligence assets in this area are limited. I'm sure Washington is diverting satellites to the area like crazy. But this has caught them by surprise, and it's going to be a while before the first bird passes over. For our part, we sent a couple of helicopters to take a look yesterday. Neither returned. Sir, there's not many of us, and it sounds like there's a heck of a lot of them. Should we get some more of our guys over here before we try anything? A carrier battle group is heading for the area at flank speed, but it's still a few days away. And the longer we wait, the longer those guys, whoever they are, have to dig in and reinforce. Washington wants to move fast, before Moscow gets involved, if they aren't already. We're going to have to do the best we can with what we've got. Those choppers are waiting, soldiers. You'll be briefed further en route. Good luck. Dismissed. Okay, soldiers, you heard the colonel. Sounds like your holiday is not over just yet. Now gather up those kit bags and let's move. Das war auch ein bisschen... Wahnsinn. Bisschen neu, dass die Geschichten nicht so ganz over the top waren. Ja. Also es war so ein bisschen aus der Realität gegriffen, natürlich alternative Geschichtsverlauf. Und ich glaube, jetzt kann ich hier Continue drücken und dann müsste die Kampagne eigentlich weitergehen, oder? Das ist, glaube ich, die richtige. Das hier ist die richtige, ja. Ne? Revert. Das ist sogar die Grundgeschichte der Realität gar nicht so unähnlich, denn wir spoilern das jetzt einfach mal schnell. Also es ist jetzt nichts Weltbewegendes. Es geht im Prinzip darum, dass gewisse Kräfte in der Sowjetarmee nicht damit einverstanden sind, dass der neu gewählte Generalsekretär Michail Gorbatschow mit seiner Perestroika-Politik da Entspannung und Öffnung herbeiführen will und deswegen wird geputscht. Also im Prinzip genauso, wie es 1991 passiert ist. Ich glaube, wenn du auf OK drückst, dann geht's weiter. Ja, ich wollte nur kurz dich aussprechen lassen, okay. Weil ich fürchte, ja. Hier kommt gleich die nächste Sequenz. Als Einleitung. Und im Rahmen dieses Putsches wollen sie eben gleichzeitig mal wieder den Dritten Weltkrieg auslösen gegen die Amerikaner und die auch noch mit ins Boot holen. Aber es geht eben los mit einem Putsch von pro-sowjetischen Kräften gegen die Reformer rund um Michail Gorbatschow. Der ja in seinem Land nicht der beliebteste Ex-Staatschef ist. Nee. Weil er ja sozusagen dran schuld ist, dass die Sowjetunion sich dann aufgelöst hat. Wird überall sehr verehrt als Friedenspolitiker, nur eben in Russland nicht. Muss auch hart sein irgendwie. Ja. Tragisch vor allen Dingen, sehr tragisch. Diese drei Inseln, auf denen das Spiel spielt, sind tatsächlich auch nach echten Vorbildern nachgebildet. Eine davon ist sogar eine Insel, die auf einem griechischen Vorbild, also auf einer griechischen Insel basiert, wo ja Arma 3 jetzt wieder hin zurückgekehrt ist. Und was den Entwicklern ja kein Glück gebracht hat, denn zwei wurden da bei der Entwicklung von Arma 3 wegen Spionage fast ein Jahr lang eingesperrt. Absoluter Wahnsinn, ja. Damals. Also, dass sowas möglich ist, dass man in so einem Fahrzeug drin sitzt und sich dann umschauen kann und da sitzen die anderen Figuren drin, mit denen du dann bald unterwegs sein würdest. Unglaublich.
Hier übersehen wir ein bisschen den berühmten Schattenwurf, diese langgezogenen Schatten, dadurch, dass die Sonne so tief steht. Auch. Und es hatte eben dieses Gefühl von Person in der Spielwelt, habe ich in der letzten Folge schon gesagt, was so kein anderes Spiel schafft. Das merkt man auch an Arma 2, beziehungsweise die meisten von euch da draußen werden inzwischen wahrscheinlich eher die Mod zu Arma 2 DayZ kennen. Es wirkt einfach wie die reale Welt, was alles angeht, was Größe betrifft. Also ein Dorf ist da so groß, wie ein Dorf ist, und ein Baum so groß, wie ein Baum ist, und Soldaten in der Steppe eben so weit voneinander weg, wie Soldaten in der Steppe voneinander weg sind. Zumindest soweit ich das beurteilen kann, der ich nie im Krieg war. Aber es ist nicht dieses alles zu groß oder alles zu klein, wie es in vielen anderen Spielen ist. Und dadurch kriegt man so ein cooles Raumgefühl in dem Spiel. Und die Distanzen sind noch relativ hoch, deswegen sind die Gegner, auf die man schießt, meistens auch nur relativ kleine Punkte irgendwo. Aber das macht es auch extra spannend. Bei denen, wenn man dann trifft, dann ist es natürlich ein bisschen... Muss man erstmal schaffen auf die Distanz. Mit so einem M16. Jetzt sehen wir schon so ein paar Sachen, die sich durch die ganze Serie gehalten haben. Man ist mit Idioten unterwegs. We're Squad Alpha. Squad Bravo will support us from the right by the forest. When we reach the village, we'll wait for the air support. Once the enemy's armored units have been destroyed, we'll move in and seize the village. Now, no heroics, okay? This is not an exercise. We're facing a real enemy this time. Two, three, six, seven, eight, follow one. Das meinte ich eher. Die Art und Weise, wie die Einheiten untereinander kommunizieren, das ist in der absoluten Grundlage eigentlich heute immer noch so in der Arma-Serie. Also da hat sich jetzt nicht so viel getan. Auch wie sich die KI-Einheiten ein bisschen durch die Welt bewegen. Sie haben immer noch so ein bisschen was, auch wenn die Animationen besser geworden sind, immer noch so ein bisschen was Roboterhaftes. Also sie laufen irgendwo hin und drehen sich dann eher auf der Stelle, anstatt irgendwie einen kleinen Bogen oder sowas zu laufen. Aber für damalige Verhältnisse war das fiel einem damals gar nicht so auf. Das war einfach, ja, sowas gab es nicht und das war halt beeindruckend. Irgendwo wird hier schon gekämpft, aber die sind alle so weit weg. Das passiert in dem Spiel übrigens auch oft, dass man einen Kampf mehr oder weniger gar nicht mitbekommt. Oder sich andere schon darum kümmern. Aber da ist man dann ganz froh eigentlich drüber, besonders wenn man die Kampagne schaffen will. Ist jetzt zum Vorführen vielleicht ein bisschen schlecht, aber zum Vorführen ist es, zum Spielen nachher, wenn man es ernst nimmt, dann ist es gar nicht so schlecht, weil man dann, es kommt ja nicht darauf an, irgendwie besonders viele Punkte oder so zu bekommen. Darum geht es ja nicht. Ihr seht ja auch, es gibt keine Lebensanzeige oder sowas. In der Regel ist es hier so, wenn ein, zwei Schuss, dann war's das. Aber haben die sich schon immer so albern bewegt? Ich habe das ein bisschen realistischer in Erinnerung. Dass sie dauernd aufstehen, sich hinknien, ja, das ist ja so ein typisches, dass der Anführer sonst wohin krabbelt. Das ist so ein typisches Ding von der Serie, dass die sich ein bisschen, ja, das ist halt ein bisschen was Erratisches hat. Aber was zum Beispiel, ja, hier hinten sehen wir ja diesen Cobra-Helikopter, der angreift. Oh, und irgendwo wird auch schon geschossen und explodiert schon. Vielleicht kann ich irgendwo hinrennen, wo wir ein bisschen mehr sehen. Ist das hier, sieht man hier schon irgendwo das Dorf? Weiß nicht genau. Genau, da hinten, genau, da fliegen, was ist das? Genau, das ist der Cobra, die Cobra. Dieses Dorf wird mehr oder weniger gerade von irgendwie mehreren Einsatzgruppen angegriffen. Und das war natürlich auch was damals so gar nicht gab, dass da, oder was man in solchen Art von Spielen in solcher Größe nicht erlebt hat, da schießt auch irgendwo was da ganz hinten, dass halt so mehrere Einheiten auf so einer großen Fläche den Eindruck hinterlassen, alleine zu agieren und dass da wirklich dynamischen Kampf stattfindet. Also man hat ja wirklich das Gefühl gekriegt, okay, hier ist ja auf der ganzen Insel, sei jetzt hier Krieg und Schlacht und so. Aber ist das denn geskriptet oder ist das alles simuliert? Das ist so halb geskriptet. Also die Einheiten wurden da hinten platziert, mehr oder weniger. Dann die KI hat die Anweisung bekommen, hier hinzufahren und hier zu räumen. Und der Hubschrauber hat auch die Anweisung gekriegt, hier zu fliegen. Mhm. Was er dann aber hier vor Ort so macht, ist KI gesteuert. Also er kann abstürzen und alles so. Viele von den mit beeindruckendsten Momenten. So, die Luftunterstützung hat wohl ihre Arbeit getan. Genau. Wir können jetzt das Dorf einnehmen. Aber da könnten noch welche versprengt sein. Ich bleibe jetzt mal stehen, dass man ein bisschen was sieht. Das ist ja, glaube ich, nicht so wild. Was teilweise natürlich viel für Stimmung sorgte, ist dann, wenn so Hubschrauber ein Gebiet überflogen haben oder so, das war dann schon
vom Missionsskript so gesetzt, dass die da irgendwo lang fliegen. Also es ist jetzt nicht so, dass das hier irgendwie alles komplett dynamisch simuliert ist, aber es hat diesen Eindruck gemacht und das ist ja, wie bei vielen Spielen, es geht ja darum, welches Gefühl das vermittelt. Ist ja selbst bei heutigen ARMA-Spielen, na gut, okay, da ist teilweise tatsächlich auf der ganzen Insel kann theoretisch der Kampf simuliert werden, auch wenn das jeden Rechner in die Knie zwingt. Aber hier war es natürlich viel mehr so auf die Mission. Die Missionen waren ja auch sehr gut gebaut. Es gibt unfassbar spannende Missionen in dem Spiel. Ja. Eine der vielleicht bekanntesten ist diese Fluchtmission, wo man allein zurückgelassen wird und dann durch so einen Wald. Hier gibt es halt auch richtige Wälder in dem Spiel. Das gab es eigentlich auch so gut wie nie mal. Ein Wald, den man wirklich durchschreiten konnte. Da wacht man mitten im Wald alleine auf. Der Wald ist umringt von den gegnerischen Einheiten. Also man sieht auf den Hügelkämmen dann Trupps patrouillieren und da kommt ein Panzer vorbei. Also du hast alleine praktisch keine Chance und du musst dich aber bis zu einem gewissen Zeitpunkt zu so einem Sammelpunkt durchschlagen. Genau. Und da gibt es halt zig verschiedene Varianten. Also du kannst dich durchkämpfen, das schaffst du normalerweise nicht. Dann kannst du auf dem direkten Weg dahin laufen, was sehr riskant ist. Oder du nimmst, biegst an der richtigen Stelle ab und findest dann in dem Dorf ein Fahrzeug, was funktioniert, ein Auto. Und kannst dich dann mit dem durchschlagen. Also es ist alles relativ cool gemacht, so wenn du da auf dich allein gestellt bist und du musst halt da zu diesem Sammelpunkt kommen. Was auch total cool gemacht ist, was mir persönlich immer sehr gut gefällt, ist, wenn sie es schaffen, nur über die Farbpalette, Tageszeiten und irgendwie Temperaturen richtig darzustellen. Und das konnte Flashpoint richtig gut. Jetzt hier zum Beispiel hier früher Morgen, dieser leichte Pink-Look oder so, wie halt morgens oft der Himmel aussieht. Und man, finde ich, kann da auch ungefähr spüren, wie warm bzw. kalt das es ist. Mhm. Also es ist nicht unbedingt Hochsommer. Man kann sich da, finde ich, super reinversetzen, wie sich das jetzt gerade anfühlen würde, rein vom Wetter und vom Klima her. Hier wird schon irgendwo geschossen. Ich habe natürlich keinen Schimmer, wo es herkommt. Das ist ja was Bohemia, was ihnen auch bei ARMA 2 sehr gut gelungen ist, was sie gut konnten, diesen europäischen Look so ein bisschen hinzubekommen. Also gerade ARMA 2, also die Welt von ARMA 2, die, wie gesagt, viele ja wahrscheinlich dann aus DayZ kennen, die wirkt ja auch so gut dadurch, dass sie eben ja so echt wirkt. Also das ist ihnen dann in den etwas so auf an Afghanistan erinnernden Settings nicht ganz so gut gelungen. Da sah es dann doch mehr wie eine künstliche Spielwelt aus. Aber auch hier so wie das Licht und so, das war schon sehr beeindruckend. Achtung! Engage, Stroker! 1 o'clock, Officer, 100. 1 Uhr, ein Gegner auf 1 Uhr, 100 Meter entfernt, hieß es. Was übrigens auch nicht geht, was später ja geht, man kann hier zwar in diese Optik schalten, aber man kann jetzt nicht nochmal reinzoomen. Das geht ja dann später in den Serienteilen. Hier sind schon die Glockenschläge zu hören. Ich sehe gar nichts. Ich auch nicht. Dabei ist, ich glaube, einer der Gründe, warum neben diesen ganzen Neuerungen, die Operation Flashpoint damals so erfolgreich machten und so spannend, ist, glaube ich, einer der Gründe, warum es auch immer noch der beste Serienteil ist, auch wenn er natürlich jetzt technisch total veraltet, aber irgendwie doch immer noch das beste Spiel der Serie war, dass es die richtige Mischung hatte aus glaubwürdiger Grafik und spielbarer Grafik. Die späteren Serienteile, da war das teilweise einfach zu unmöglich, überhaupt Einheiten zu erkennen. Also, das war überhaupt nicht so, wie ein normales Auge irgendwas erkennt. Oh, das ist einer. Erwischt. Ich glaube, das waren nicht wir, aber ist mir jetzt mal egal. Du bist also die Nummer 8. Bin ich die Nummer 8? Das sieht man, du bist David Armstrong und da links davon steht die 8. Das heißt, du bist der Soldat mit der Nummer 8 und hörst so eben dann auch deine Befehle, wenn dich dein Captain direkt anquatscht. Oder dein Platoon-Leader. Da vorne müssen sie irgendwo sein. Der Cursor zeigt mir schon an, dass dahinter irgendwo Gegner sind, aber ich komme nicht ran. Ich versuche mal. 2, 3 schon verletzt. Ja, sieht nicht so gut aus. Du kriegst irgendwie direkt keinen Befehl. Jetzt mal in das Bauernhaus rum. Was übrigens auch noch nicht geht in Operation Flashpoint ist, glaube ich, lehnen. Also um die Ecke lehnen. Das geht auch noch nicht. Insofern ist es wirklich witzig, wie im Nachhinein, wie basic das Spiel eigentlich so. Schießen dich komplett über den Haufen alle. Also
Warum einen erwischt? Warum meine Begleiter nichts gemacht haben, so, der war... Noch einen erwischt. Boah, haben die mal ein halbes Team hier ausgeschaltet, oder was? Krass. Später kriegen wir noch die, Später kriegen wir noch die Kontrolle über so ein Team. Oh ja, das ist auch super, wenn du die dann rumkommandieren kannst. Aber ich muss gestehen, das ist dann... Mir hat es nie gefallen, weil es nicht gut funktioniert. Also, weil dann fängt, ist der Punkt, wo es dann anfängt, dass einen die KI ärgert. Weil wenn das nicht so läuft, wie man es erwartet, weil sie sich einfach irgendwie wieder verläuft oder sowas. Siehst du was? Scheiße. Bin ich der Letzte, der hier noch lebt? Nee, da hinten sind noch welche. Ja. Teilweise konnte man ja auch in die Gebäude rein. Und da fand man dann eine Dose. Nee, das war ein anderes Spiel. Wo ist denn dein Target? Haben sie es aus den Augen verloren? Theoretisch ist hier hinten noch irgendwo einer. Glaube ich, ehrlich gesagt. Das war auch ein bisschen manchmal nervig in Operation Flashpoint-Missionen, die man ja auch selber bauen konnte. Es gab ja dann damals eine ganze Welle, oder gibt es eigentlich immer noch, zumindest in den Communities, eine ganze Welle von selbstgebauten Missionen und Kampagnen. Also wirklich massiv viel. Geschafft. Ha! Jawohl. Halbe Team ist verloren, aber das ist für das Spiel jetzt, für die Mission nicht weiter wichtig. Die haben dann trotzdem überlebt, einfach im Rahmen der Story. Ist alles nicht so wild. Und das ist zum Beispiel jetzt ja auch mal ein Element. Jetzt sehen wir mehr oder weniger das Briefing für die nächste Mission. Diese Karte ist im Großen und Ganzen, gibt es das heute auch noch so. Auch was man hier dann an Informationen, hier kann man sich noch das Buch so hochziehen, auch was man so an Informationen bekommt. Man kann sich halt die wichtigen Punkte, die man dann abklappern soll, so anzeigen lassen. Man sieht nochmal eigene Notizen zu der Mission, die auch eine ganz gute Geschichte hat. Man sieht das Inventar, was man so dabei hat. Und man sieht, wer in seiner Gruppe drin ist. Also da vieles, was sich in der Serie wiederfinden lässt. Und damit haben wir, wie versprochen, eine etwas längere Folge gemacht diesmal. Ja. Mal die erste Kampagnenmission. Ich hoffe, es kam ein bisschen rüber, wie so die Atmosphäre ist. Ich glaube, in der nächsten Folge werden wir mal ein bisschen auch kurz mal einen Abstecher zu den Singleplay, also zu den wirklich Einzelmissionen nochmal machen. Und ich glaube, wir fliegen in der nächsten Folge mal Hubschrauber. Okay. Ich hätte ja gesagt, in der nächsten erst Panzer und dann den Hubschrauber als Highlight. Aber das kannst du dir aussuchen. Da bist du der Experte. Mal gucken. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.